Die Selbstmanagementförderung ist wichtig, weil es betroffene Menschen von einer nicht übertragbaren Krankheit, einer psychischen Erkrankung oder auch Sucht unterstützt, mit den Bewältigungen der Herausforderungen ihres Alltags umzugehen, die durch diese Erkrankung oder die Sucht eben mit sich bringt. Die Selbstmanagementförderung ist eigentlich zu verstehen als wie eine Begleitung, eine Ergänzung der klassischen medizinischen Versorgung. Und dabei steht der Mensch noch viel mehr im Zentrum. Der Mensch wird ganzheitlich betrachtet bei der Selbstmanagementförderung. Und das geht auch darum, seine Ressourcen zu stärken und ihn als Person, als betroffene Person sicherer zu machen in seinem Verhalten, im Alltag, im Umgang mit der Erkrankung. Alle Teilnehmer hier des Forums selbst bringen ganz andere Perspektiven auf das Thema Selbstmanagement ein. Es sind Leute hier, vor allem viele Fachpersonen, aber auch Betroffene, Angehörige, Leute aus der Privatwirtschaft, Krankenkassen, aus der Bundesverwaltung. Und alle diese Personen haben andere Perspektiven, Erfahrungen, Ansichten und auch Expertisen. Und die wollen wir zusammenbringen, um daraus dann eben Innovation schaffen zu können und Synergien zu nutzen. Es gibt schon ganz viele gute Selbstmanagement-Angebote in der Schweiz und diese wollen wir valorisieren, wir wollen davon lernen, also wir wollen nicht dieselben Fehler machen, die schon gemacht wurden. Wir wollen auch die Erfolgsfaktoren kennen, damit wir diese bestärken können und bei zukünftigen Projekten auch berücksichtigen. Und vor allem bezüglich Finanzierung und Qualität wollen wir darauf aufbauen können. Wir werden daher alle diese Erfahrungen aus diesem Good Practice Beispiel wie auch aus allen Diskussionen vom heutigen Tag, vom Forum Self, zusammenbringen und in einem Ergebnisbericht zusammenfassen. Und wir werden dann aus diesem Ergebnisbericht Maßnahmen ableiten, zusammen mit unseren Gremien von der Plattform Self, also mit dem Kernteam und mit dem betroffenen Angehörigenrat, und dann diese Maßnahmen für die nächsten Jahre definieren.